Willkommen zurück in Amalur Reckoning. Ja, Leute, wir wollten zuletzt Spinnen töten. Wie immer wollen wir Spinnen töten. Ich bin, falls es euch wundert, ja, macht die mal fertig. Kommt da noch mehr? Nö. Ich wollte sagen, ich bin hier an einem. Nö, brauche ich nicht. An einem anderen Ort. Ich bin schon mal ein bisschen vorausgelaufen, denn unser Plan ist ja jetzt, die andere Quest zu lösen. Und zwar kümmern wir uns um die Quest Düstere Ernte. Menri Toth hat mich gebeten, mich auf dem Hof ihrer Familie umzusehen, da der Kontakt zu ihren Eltern seit Beginn der Spinnenangriffe abgerissen ist. Der Landhelfer Catery Jake ist zwar von dem Hof zurückgekehrt und hat behauptet, er sei von Spinnen zerstört worden, aber Menri vermutet, dass etwas anderes geschehen sein könnte. Sie will, dass ich Kontakt zu ihren Eltern aufnehme. Das machen wir doch mal und dafür sollen wir hier reingehen. Wir sind übrigens von der Karte her, um euch ein bisschen Übersicht zu verschaffen, hier unten gerade. Das ist die Gebietskarte. Aber hier unten waren wir auch noch nicht. Wir sind also zum ersten Mal hier auf diesem Toth-Hof. Und da gehen wir jetzt in diesen Hof nochmal rein. Oh oh, das sieht schon mal schlecht aus. Was ist hier passiert? Ist er hier schon? Nee, aber finden schon mal andere Sachen. Ich will keine Knochen mitnehmen. Soll ich Knochen mitnehmen? Muss ich die mitnehmen? Nicht, dass es zum Quest oder so gehört. Was haben wir hier? Ich will das doch gar nicht. Ich will doch keinen Schädel mitnehmen. Aber vielleicht soll man diese Sachen mitnehmen. Ich weiß es gerade nicht. Oh, hier sind bestimmt voll die Spinnen. Ist das richtig, dass ich jetzt hier die Knochen mitnehme? Was ist hier oben? Hallo? Hier ist ein Schrank, den wir plündern können. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Okay. Dann wird es im Keller sein, ne? Im Keller. Wird wahrscheinlich auch ein blutiger Angriff stattgefunden haben. Ja. Oh nein. Arme Menri. Okay. Und wir können hier noch mehr Schädel mitnehmen. Schädel, Schädel, Schädel. Und Knochen. Und wir sollen eine Catherine Jake zur Rede stellen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, was ich hier mit den ganzen Sachen machen soll. Aber okay. Okay, wenn ihr denn meint, dann gehe ich mal raus. Und dann werden wir den jetzt finden und zur Rede stellen natürlich. Wahrscheinlich sind wir da schneller, wenn wir mit der Karte reisen. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich hier nicht überall lang. Gehen wir nach Kennerock zurück und sabbeln mal mit dem Typen. Damit Menri ihren Frieden findet und damit wir endlich unserem Hauptquest das erste Mal richtig folgen können. Da ist er. So. Die Retterin kommt zu Kateri. Was wollt ihr? Ich habe diesen Dolch gefunden. Barton, wer bist du eigentlich? Warum wollt ihr etwas über Kateri Jaik wissen? Ich frage euch ja auch nicht über euch aus und ihr könntet diese Gefälligkeit ruhig erwidern. Okay, man spricht ihn Jaik aus, okay. Ja, ich habe den Dolch gefunden. Ihr habt was? Ich muss ihn dort gelassen haben, als ich vor diesen Spinnen geflohen bin. Diese verdammten Viecher waren einfach überall. Wie ich sehe, seid ihr nicht überzeugt. Also hat euch diese Tok-Göre angeheuert, um ein bisschen herumzuschnüffeln. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ihr herausfindet, was ich mit ihren Eltern gemacht habe. Aber ihr habt es vorher herausgefunden, durch reines Glück. Also lasst uns eine Vereinbarung treffen, in Ordnung? Sagen wir, eine schwere Geldbörse für euer Schweigen. Nee, ich brauche kein Geld. Warum habt ihr sie getötet? Ich bin nicht aus dem Krieg geflohen, nur um 10 Jahre später wieder zurückzukehren. Ich werde niemals wieder nach Mel'Shenshir gehen und auch Karovyn konnte mich nicht dazu bringen. Was? Ihr denkt, ich hatte eine Wahl? Ihr denkt, ihr versteht, was der Krieg für unser Volk bedeutet? Da ist selbst der Netzwald verlockender. Ich hatte den Göttern für das einfache Leben auf diesem Hof gedankt und sie versuchte es mir wieder wegzunehmen. Keine Abmachungen, ihr bezahlt. Ach, wirklich? Die umherstreifende Heldin wird mich meiner gerechten Strafe zuführen? Das denke ich nicht. Das denke ich schon. Ich habe bereits 2 Morde begangen. Und mit euch sind es dann eben 3. Ah ja, komm. Das ging aber schnell. Das ging aber echt schnell. Ja,
Das hat nicht lange gedauert. Der war nicht sehr stark und hatte aber ein großes Maul. Gehen wir mal hier rein in den Laden, wo so viel Mucke ist. Hier ist ja im seidenen Sitz die Party los, wa? Ja, und kaum kommt man rein, hört sie auf. Toll. Hab ja einen guten Ruf hier. Menri, steh mal auf, du. Ich hab Nachrichten für dich, leider. Ich kann nicht glauben, dass Kateri sie getötet hat. Meine Mutter und mein Vater waren seit Jahren mit ihm befreundet. Schon bevor ich geboren wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass er das alles nur getan hat, um dem Krieg zu entgehen. Ich wusste, dass meine Familie vermutlich tot ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wegen so etwas geschehen sein könnte. Hab Dank für eure Hilfe. Hier ist eure Belohnung. Wie versprochen. Okay, gut, dann lebt wohl. Lebt wohl. Ja. Tut mir leid, Menri, aber ich war's nicht. Ich meine, ich hab den jetzt tötet, ne? Aber du weißt, was ich meine, Menri. Menri, Mensch, ich bin doch nicht böse, Menri. Ich bin hier die Gute, ich bin die Heldin. Und zack, geht die Party wieder los. Komm, kommen wir raus. Ja gut, aber jetzt geht's aber los hier. Wir haben auch das gemacht. Wir haben keine Nebenquests mehr. Wir haben nur noch hier die Maid, die wir zu erledigen haben. Dann darf ich hier noch irgendwie weiter Flammen sammeln und die Bücher sammeln. Ansonsten haben wir alles. Ab geht's also zum Hauptquest. Jetzt ist die Frage, wo soll ich denn dafür mal hin? Hier sollen wir hin. Dann kann ich auch mal von hier unten, vom Oratorium der Balladen, reise ich mal aus. Hier in der Ecke bin ich ja auch irgendwie nie. War ich hier überhaupt schon mal? Wahrscheinlich schon, sonst könnte ich hier nicht hinreisen mit Schnellreise, aber ja. Oh, hier sind auch ganz viel Gegner, aber dann wollen wir doch mal den Weg auf uns nehmen. Oh, sind hier Bären oder was? Was auch immer hier ist, wir werden uns auf die Socken machen. Aber vorher will ich das auch nochmal lesen. Bin überhaupt nicht mehr drinne hier. Triff Agath bei Dellach mit Agath, sprechen mit Arden, treffen Gorhard, rede mit Agath. Also Agath. Die Mysterien meines Schicksals sind weitaus komplexer als Agath dachte. Nach dem Tod eines anderen Schicksalswebers bat er mich gemeinsam mit ihm einen alten Schrein aufzusuchen. Er hofft dort mehr darüber herauszufinden zu können, was mit mir geschehen ist. Es geht also wieder mehr um uns selber. Ja, Rüstungskram mache ich dann noch später. Mache ich alleine. Machen wir uns auf die Socken. Okay, der wird 100 pro auf mich zukommen. Boah. Aber die Bären sind nicht so stark jetzt, wie ich dachte. Okay. Nee, dann... Ach nö. Dann ist das ja halb so wild. Dann laufen wir mal los. Warte, ich habe hier wieder so ein Sing-Ding gehört. Wo? Ah. Nee, hier ist so eine Bantu. Och, ich kann das doch nicht. Ich soll immer drücken, wenn die Kreise kommen. Aber das mache ich, das funktioniert nie. Autoversuch. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ob das eine oder das andere... Nö, ich halte mich jetzt hier auch nicht mit dem Bann auf. Lass mal lieber. Habe ich eben zwei Flüche schon am Hals. Muss ich mal ein bisschen ordentlich Geld hier scheffeln und dann soll der Heiler mich, der unfreundliche Elf da aus dem Balladenhaus, der soll mir dann mal helfen. Wo sind denn hier Gegner? Ach, da. Das war's. Was habt ihr noch bei euch? Nö. Obwohl doch den Lebensgenerationen-Krank. Den hätte ich gerne. Nee, weiterlaufen. Ich will nur weiterlaufen. Denn ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Und wir haben den meisten Menschen jetzt hier geholfen. Ja, haben wir. Oh, wir sollen hier rüber auf die Seite. Damit ich da irgendwie... Wie komme ich da denn am besten hin? Holen wir uns mal so ein bisschen Schutz. Mitharus-Schutz. Wenn ich hier eine Runde drehe... Ach nee, dann komme ich da auch auf der anderen Seite rüber. Alles klar. Da steht auch irgendwo einer. Oh, hier ist was. Was ist hier? Bei diesem Leichnam finden sich Einsatzbefehle aus der Schildringfeste, Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Die Einsatzbefehle nehmen. Die nehme ich. Und hier haben wir einen Singstein. So kurz seine Zeit an unserem Hof, so lebendig sein Leben. Er verkörpert die Kraft, die Männlichkeit. Er rettete Prinzessin Luna,
um sie zur Frau zu nehmen. König der Männer. Er rennt mir hinterher. Prinz. Nein! Nein! Alles auf einmal hier. Oh. Ja, er kommt mir die ganze Zeit hinterher. Jetzt reden wir mal mit ihm. Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Dellach. Warum sind wir hier? Oh Gott, alles auf einmal gerade. Ich wollte doch dem Stein erstmal zuhören und er kam die ganze Zeit im Hintergrund schon auf mich zu und dann noch der Troll hier. Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Ist das der Ort? Ich bleibe dabei, ihr seid verrückt. Ist das der Ort? Ja, es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals, das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. Okay, das Theater des Schicksals? Das Theater des Schicksals war einst eine Festung der Errati. Sterbliche und Unsterbliche haben zusammengearbeitet, um eine Stätte des absoluten Verständnisses zu errichten. Seit damals wurde es vergessen, neu entdeckt und wieder verlassen. Sterbliche können das Wissen nicht ertragen und die Unsterblichen interessiert es schlichtweg nicht. Okay. Dies sind die Ruinen des Theaters des Schicksals. Hier haben die ersten Schicksalsweber gelernt, das Gewebe zu deuten. Und sie haben uns ihre Weisheit im Schicksalsstein hinterlassen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen, was ihr seid. Ja, das hoffe ich auch. Okay, gut. Schicksal. Schicksal auflösen. Können wir bei ihm auch? Will ich aber eigentlich gerade nicht. Gehen wir rein. Ade und überhaupt. Und was hat der jetzt nochmal da gelassen? Ach, das nehme ich noch auch mal mit hier. Und was ist das da? War jetzt hier noch was? Alles hier auf einmal und dann sind da hinten ja auch noch mehr Gegner. Ich würde sagen, da gehe ich doch mal vorsichtig hin. Vorsichtig, habe ich eigentlich gesagt. Neuer Ort entdeckt, Dellach. Und mir ist der Typ im Weg. Was ist denn das hier alles so? Was haben wir hier? Haufen Dietriche. Die nehme ich mit. Und hier habe ich irgendwie ein Futter. Ich weiß ja immer nicht. Ich muss mal mehr in Schmieden reinstecken, weil dann bringt das für mich auch was, dass ich hier diese Ersatzteile auch immer mir hole. Was habe ich hier? Goldmünzen und das da. Und hier ist auch so ein Handwickel. Auch damit kann man sich was bauen. Ja, dann wollen wir mal reingehen. Er geht ja schon voraus. Wir müssen ja. Seit dieser Ort verlassen ist, haben sich hier einige seltsame Bestien niedergelassen. Bleibt nahe bei mir. Du läufst aber gerade wieder zurück. Warum läufst du jetzt wieder zurück? Okay. Er stellt sich da einfach nur so hin. Ja gut, dann wir gehen, ne? Wir gehen. Dieser Ort ist schon so lange verlassen, dass einige Schicksalsweber glauben, er sei nur Legende. Wir werden jetzt hier aber bestimmt ordentlich was zu tun kriegen. Ich glaube nicht, dass so eine Questhöhle unbewacht ist. Die sind da hinten beschäftigt. Können ich den? Warte mal. Scheiße, er hat mich schon gesehen. Ja. Oh oh, da kommen die nächsten.
Naja, gut gekämpft. Ich arbeite wie immer noch an mir. Okay, wir können jetzt hier langlaufen. Dann tun wir das doch einfach mal. Ach, hier leuchtet's wieder. Okay. Ich beeile mich mal wieder mit dem Laufen so ein bisschen. Mist. So, der ist doch auch noch da. Er braucht die ganze Zeit irgendwie was zu trinken. Wir sind hier nicht sicher. Ja, du aber auch, ne? Mit deinem, ich brauche jetzt was zu trinken, ich brauche jetzt was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Und ich komme hier nicht raus. Scheiße. Hier entlang. Dann lass mich mal durch. Ach, Leco Mio, Mensch, sowas darf doch nicht... Nein, wieder was zum Bannen und ich kann das doch nicht. Oh, ich kann das doch nicht. Ja, hat super wieder geklappt. Ja, ach, was soll's. Was soll's. So. Bleib dicht bei mir. Ja. Dies sind die Ruinen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen. Ja, okay. Gut, dann was haben wir hier noch? Ach, das war ich Krabbelpulver. Nee, nee, dann. Bleib dicht bei mir. Oh, ich will doch manchmal einfach. Ich muss. Ah, ist bei mir halt auch schnell laufen. Und dann drücke ich manchmal schnell laufen und dann quatschen die oder gehen doch nochmal wieder an die Sachen und. Oh. Ich finde es aber gut, dass er ein Nahkämpfer ist und nicht ein Fernkämpfer. Das Theater kann uns das gesamte Gewebe des Schicksals enthüllen. Und wir können nichts tun, um es zu ändern oder seine Schrecken zu verhindern. Nun, zumindest können es die meisten von uns nicht. Aha. Okay, was haben wir hier? Großer Stahlvorhang. Trübe Giftscherbe. Blablabla. Ich werde jetzt auch mal irgendwie was von meinen Tränken nehmen. Das vergesse ich immer und das passt hier wieder ganz gut. Was zu nehmen, Konsumgut, ne? Genau. Einfach Erfahrungsverstärker, einfach Kriegerstärke, weiß ich nicht, Krafttrank. So. Gut. Das hat's mit meinen Frostfallen ja wieder toll gebracht hier. Ein Eichenlangbogen. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht toll sein, aber man muss ja schauen, was man kriegen kann. Selbst zum Verkaufen. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich mal alles mit. Scherben können ja nicht schaden. So, wir brauchen mal ein paar Gegner hier, damit meine Tränke sich lohnen. Hallo. Du hast mich noch nicht entdeckt. Ich meuchel dich von hinten, ich meuchel dich von hinten, ich meuchel dich. Mist. Thank you.
Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Oh! Nein! So, er lebt noch. Gott sei Dank lebt er noch. Ich habe immer Angst, dass die anderen sterben und es nicht schaffen ohne meine Hilfe. Aber es hat ja noch geklappt. So, dann öffnen wir. Nach all diesen Jahren, die ich mich hinter einer Flasche verkrochen habe, ist es gut, mal wieder ein wenig Aufregung zu erleben. Ja. Wenn auch zum letzten Mal. Gut gekämpft. Ist doch gar nichts los. Oh, die gehen aber gerade auf noch mehr Gegner zu. Das ist nicht so toll. Kommt mal her hier. Damit das nicht so viele werden. Super, wir machen das super zusammen. Voll das Teamplayer-Spiel, yeah. Oh. Oh, oh. Jetzt brauche ich was zu trinken. Jetzt bist du mal schön leise da, weil jetzt haben wir ein paar Gegner hier auf einmal. Ich werde an dieser Stelle auch das Spiel mal speichern und meine Ausrüstung und alles überprüfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur, denn hier werden wir eine Menge zu tun haben. Ich sehe ganz viele rote Punkte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße, der hat uns gesehen. Scheiße. Das war's mit dem Tschüss sagen. Das muss ich jetzt noch machen. Kannst du mal dich bewegen, du? Wir werden angegriffen, mein Freund. Warum macht er nichts? Okay, aber war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Zack, sind die ganzen roten Punkte weg. Wir sehen uns im nächsten Part immer noch. Im nächsten Part, wir leben noch. Alles okay, alles gut, alles gut, alles gut. Bis dann.